Zum heiligen Abend und zum Weihnachtsfest 2020 schicke ich euch aus meinem Wohnzimmer im Pfarrhaus einen herzlichen Gruß und wünsche euch frohe Weihnachten. Zugegeben, ich habe diesen Wunsch dieses Jahr nicht so oft geäußert und vielleicht habt ihr es auch nicht so oft gehört. Frohe Weihnachten. Denn manche Menschen sind nicht froh. In diesem Jahr war es schwer. Die sind nicht froh, vielleicht, die einen geliebten Menschen verloren haben durch den Tod in Verbindung mit Corona und nicht da sein konnten, als er starb und sich nicht verabschieden konnten richtig. Menschen, die um ihre Arbeit bangen, Verantwortliche in Betrieben, die nicht wissen, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll, im Kultur- oder im Restaurantbereich. Menschen im Seniorenheim, die allein sind und isoliert. Frohe Weihnachten? Woher kommt die Freude von Weihnachten? Sie kommt von einer Botschaft, die der Engel beim ersten Weihnachtsfest den Hirten sagt. Heute verkünde ich euch eine große Freude. Heute ist euch der Retter geboren. Die große Freude ist das heute Gott geboren ist, dass er nicht eine vergangene Geschichte ist, sondern in meinem Leben Geschichte schreiben will. Und so kommt er heute an diesem Weihnachtsfest auch zu dir und legt sich in die Krippe und an den Ort, wo Stroh ist. Wir haben in unserer Kirche einen Gruß verteilt am Weihnachtsfest heute mit einem Strohhalm. Wir kennen das Sprichwort, dass wir uns festhalten an einem Strohhalm, aber hält er? Zum Festhalten reicht der Strohhalm nicht. Was du brauchst, ist eine Hand, die dich rettet, eine Schulter, die dich trägt, ein Herz, das dich liebt, ein Wort, das hält, einen Gott, der Mensch wird und im Stroh, in all den geknickten Halmen auf dich wartet. Und so schicke ich euch einen Gruß da, wo du dieses Video jetzt hörst, und einen Segen für dich, für deine Familie, für dein Haus. Der Herr sei mit euch. Und es segne euch an diesem Weihnachtsfest. Er beschenke euch mit der Freude, dass er, der Gott, da ist, Mensch geworden in deinem Leben. Dass er das Herz ist, das dich liebt. Die Hand, die dich hält, die Schulter, die dich trägt, das Wort, das hält, dein Gott in deinem Stroh, er, der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch im Namen des ganzen Pfarrteams von unserer Pfarrgruppe St. Pankratius und St. Laurentius in Mainz Gottes Segen und frohe Weihnachten. Kommen Sie behütet ins neue Jahr, das ein gesünderes werden möge, mit der Nähe, nach der wir uns so sehnen. Der Nähe, die Gott uns schenkt, der Mensch geworden ist und auch Menschen, die Nähe der Menschen, die wir brauchen. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen.